Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, Verona Poth, keine Spur von den Einbrechern, ++, Sarah Engels gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Stillprobleme, ++, Sandy Mölling überrascht mit Foto ihres erwachsenen Sohnes. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 25. Januar 2022. Verona Poth, die Polizei sucht noch immer die Einbrecher. Heiligabend endete für Verona Poth, 53, und ihre Familie mit einem Schock. Als sie und Ehemann Franjo Poth, 52, mit den gemeinsamen Söhnen San Diego, 18, und Rocco, 10, von einem Besuch bei ihren Schwiegereltern in ihr Zuhause in Meerbusch zurückkehrten, hatten Einbrecher eine Spur der Verwüstung hinterlassen und zahlreiche Wertgegenstände, darunter sogar einen in die Wand eingelassenen Tresor im Auto der Moderatorin, entwendet. 4 Wochen später fehlt von den Tätern offenbar noch immer jede Spur, erklärt eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Neuss am Dienstag 25. Januar 2022 gegenüber der deutschen Presseagentur. Trotz der Überwachungsaufnahmen, die sie Bild zur Verfügung stellte, um möglicherweise Hinweise von Zeugen zu erhalten, hat die Ermittlung bisher keine Ergebnisse gebracht. Die Suche nach den Tätern laufe weiter, heißt es, Sarah Engels möchte Tochter Solea weiterhin stillen, dafür nimmt sie jedes Hilfsmittel in Kauf. Sarah Engels, 29, geht auf Instagram offen und ehrlich mit ihren Sorgen und Problemen als zweifache Mutter um. Erst im Dezember kam Töchterchen Solea zur Welt. Schnell meldete sich die Sängerin aus dem Wochenbett und erklärte, dass es anfangs sehr gut mit dem Stillen funktioniert hätte, sich dann allerdings Probleme zeigten. Sarahs Brüste produzierten zu viel Milch. Das ist nicht nur problematisch für Solea, die die Brust so nicht mehr greifen konnte, sondern auch für Sarah selbst, die Milchproduktion ging mit großen Schmerzen einher. Doch die Ehefrau von Fußballer Julian Engels, 28, hat nicht so schnell aufgeben wollen und ihre Ärztin zu Rate gezogen. Seither nimmt die 29-jährige Boxhornklee-Kapseln ein, die den Stillschwierigkeiten ein Ende bereiten sollen. Das große Problem hier, Sarah ekelt sich vor der Einnahme von Tabletten.